explodiert bestimmt nochmal, wenn die Booster aufkommen. Jetzt? Nee. Oh, doch, da hinten Triebwerk. Guckt mal, da sind wir so schön gelandet und bekommen sogar noch ein Feuerwerk von uns selber. Das ist doch so schön. Wo sind wir denn hier gelandet? Auf dem Berg oder was? Auf dem Hang? Ah, guck mal, geil, da hinten ist Körbin. Boah. Ja, das ist allgemein ein bisschen hügeliger als der Moon. Allerdings allgemein auch, also deutlich weniger Krater, würde ich sagen. So, damit können wir tatsächlich fliegen und damit könnten wir uns jetzt auch so ein bisschen fortbewegen. Das ist schon geil. Ich freue mich so. Zack. Das ist echt super. Geile Sache. Aber was ich mal kurz probieren möchte, ich speichere vorher mal, bevor wir irgendwas aussteigen oder testen. Das dachte ich mir. Die Dinger hier drüben sind kaputt, oder was? Die sind tatsächlich kaputt. Das macht aber nicht, solange die ausgefahren sind. Oder kriege ich die in der Luft, also in der Luft wieder rein? Nee, geht auch nicht. Wir können uns ja drehen, dann fällt es nicht so auf. Halt. So. Unsere kleine Biene. Sieht aus wie so eine Biene, oder? Die irgendwie mit einem Schnabel. Und da dachte ich dann, da können wir hier hinten schön andocken mit dem nächsten Teil, was wir hier absetzen. Könnte auch so ein kleines Schweinchen sein oder sowas. Ach so, sind die... Hier oben habe ich Kollektoren draufgepasst. Ne, die funktionieren noch alle beide. Super, die Station dann halt wieder aufladen können. Ich habe hier erstmal zwei mal drei mitgenommen. Okay, das funktioniert. Das wollte ich nur mal kurz testen. Aber ich suche noch einen besseren Landeplatz. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Die drüben sind gebrochen. Aber das Ding steht halt trotzdem noch. Wir haben ja noch ein bisschen... Oder wenn wir es zum Hang hin drehen, die gebrochenen Teile. So. Es ist ein bisschen besser, oder? Ich weiß es nicht. Ist egal, wir können es ja so stehen lassen. Wenn wir dann später andocken, können wir ja mit beiden ein bisschen hin und her tricksen eventuell. Ja, so würde es schon mal gerade stehen. Ja, ist egal, das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe dann. Wunderbar, das haben wir geschafft. Da sind wir schön gelandet. Was können wir denn mal machen? Ein Crew Report als erstes 25 nehmen wir mit. Temperatur 40. Wow, wenn wir senden würden, würden wir sogar auch noch 20 bekommen. Hier würden wir sogar alles bekommen. Was haben wir denn hier? Ich habe hier zwei so eine Dinger mitgebracht. 125. Boah. Auch noch mal so viel. Das sind wahrscheinlich die gleichen Daten. Ach verdammt, jetzt fällt mir was ein, wir haben keine Mystery Goo Container dabei. Verdammt, das müssen wir beim nächsten Modul dann mit dran bauen. Aber das hat super geklappt mit den kleinen. Wenn die Station noch ein bisschen, die könnte sogar noch einen kleinen Ticken größer sein, wir könnten trotzdem noch mit den kleinen Boostern hier rumhantieren. Tja, hat super funktioniert. Steigen wir mit dem Guten hier nochmal aus. Lass mal los. Lalala. Ach so, genau. Das ist übrigens die erste Landung auf Minmus. Herzlichen Glückwunsch uns übrigens. Fällt mir gerade ein. Wir nehmen erstmal ein Stückchen mit. Oh, 150. Geile Sache. Und wir pflanzen hier gleich nochmal eine Flagge. Tada. Und rein damit. Minmus. Oder erste Minmus-Landung. So. Bill Kermin. Dann ist das jetzt unser Hauptmann hier sozusagen. Der gute Jebediah. Widmen wir es dem Jebediah.
diese Mondlandung auf dem Minmus, zweiter Mond von Kerbin, 46 Millionen Meter entfernt. Glaube ich, oder? Können wir das sehen? Ich glaube, es waren 46 Millionen Meter. Irgendwie so. Wir sind echt ziemlich weit oben. Guck mal. Da geht es ringsrum nur runter. Ach, hier hinten ist es aber zerklüftet. Ach du meine Güte. Da sind wie so eine kleine Seen, oder vergucke ich mich da gerade? Gab es hier schon... Ich glaube, das sind keine Seen, sondern eher so eine Art, ja, anderes Gestein oder so. Oder hier drüben ist das ja auch. Boah, ist das weit weg. Ach so, genau, wir stehen ja noch mit dem guten Kleinen hier draußen rum. Hui. Mach mal dein Chatpack an. Ja, ich glaube echt, die Anziehungskraft ist deutlich geringer, weil der Mond auch kleiner ist. Wir könnten eigentlich, wollen wir das machen? Ich speichere jetzt mal und dann fliegen wir mal mit dem Teil, mit unserem kleinen kaputten Länder. Wo wollte ich denn hin? Wo war denn? Hier war doch irgendwo in der Nähe so ein kleiner, ich nenne das mal See, hier hinten. In die Richtung. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben noch ein bisschen Monopropellant dabei. Ich speichere ab hier mal. Wir klappen mal. Ach, scheiß drauf, die lassen wir dran. RCS ist noch an. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken, was wir steigen, was wir sinken. So, ab in diese Richtung. Steigen wir noch ein bisschen. Und dann geben wir Schub. Das ist eigentlich eine super Idee, muss ich sagen. Dass mir das nicht früher eingefallen ist. Na, dann fliegen wir dahin. Wir kommen sogar auf eine relativ ordentliche Geschwindigkeit. Ja, hier sehen wir es nochmal deutlich. Ne? Die rechten, die sind so ein bisschen verkümmert. Die sind wirklich kaputt gegangen. Wir sind auch sehr stark aufgesetzt. Muss man sagen. Leider kann man die nicht reparieren. Das wäre sehr geil, wenn die so ein bisschen reparieren könnten. Hier die kleinen Kermins. Geh nochmal nach oben. Halt. Oh, verkehrte Richtung. Man muss halt ein bisschen doller aufpassen, dass ich das Ding jetzt nicht nochmal auf den Boden ramme und dann hat sie sowieso erledigt. Dann ist wahrscheinlich noch mehr kaputt. Ach, hier, guck mal an, wir können ja mal Licht machen. Oh, da strahlt das Teil aber ganz schön. Das ist so lustig. Ich hau mich weg, ey. Wir leuchten auch hinter uns alles aus, ey. Oh Gott. So, wo ist denn das Teil? Boah, was? So weit ist es noch weg? Da hinten hin. Bisschen nach links. Kleines bisschen. 5 Grad oder so. Müssen bloß aufpassen, dass wir echt genügend Treibstoff dabei haben. Ein bisschen Gas geben können wir ja noch, oder? Das ist meine Erfahrung. Also so... Sowas habe ich jetzt auch noch nicht in der Form gemacht. Mal mit dem Rover rumgeheizt, ja. Ey, wir verbrauchen so wenig von diesem Monopropellant, das ist ja echt spitze. Sehen wir hier, wo wir hier aufkommen? Ah, ne, nicht wirklich. Zählt vielleicht nicht mal als richtiger Flug, was wir hier machen. Aber ich finde es echt super. Vor allem hier vorne mit der Nase. Ja, wartet mal, kann ich per Hotkey? Ja, ne, schade. Ah, man versucht halt trotzdem, das noch irgendwie in den Griff zu kriegen. Das Problem.
müssen dann nur landetechnisch nachher wieder hier erstmal den Schub verringern. Das wird automatisch ein kleines bisschen mehr immer, dass wir da rechtzeitig wieder Gegenschub geben. Wie weit ist es denn noch? Schon noch ein ganz schönes Stückchen. Wie viel haben wir denn geschafft? Wo sind wir denn gestartet? Hier oben? Naja, so die gute Hälfte haben wir schon geschafft. Oh, jetzt sind wir relativ hoch. Okay, man kann echt nicht in den Zeitvorlauf gehen. Tja, dann genießen wir es einfach, oder? Wenn wir hier so ein bisschen rumschweben können. Vielleicht entdecken wir ja irgendwas. Ein Marsmensch oder ein Minimusmensch. Ein Minimus-Minimensch. Ein Mini-Minimusmensch. Oder Alf. Kennt jemand noch Alf von euch? War super in meiner Kindheit. Könnte mir nie vorstellen, dass da tatsächlich jemand drinsteckt und das Vieh spielt. Alf von Melmac, der hat immer gerne Katzen gefressen. Das war so seine Spezialität. Ist im Hause Tanner untergekommen. Die hatten natürlich eine Katze, so ein Zufall. War auch manchmal kurz davor, das Vieh irgendwie zu erwischen, aber konnten ihn immer wieder davon abhalten. Ah, da kommen wir langsam hin. Da können wir auch nochmal schöne Ergebnisse mitnehmen. Aber das stimmt mich gerade echt noch fröhlicher, dass es hier... Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass die Gravitation so deutlich weniger ist. Ich sage jetzt mal, vielleicht nochmal um ein Drittel oder um die Hälfte geringer als auf Moon. Hier hinten ist übrigens Moon. Guck mal, das ist ja super. Hier haben wir Kerbin und da ist Moon. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir haben ja da hinten, 11 Kilometer ist es weg, Minimus-Landung 1, erste Minimus-Landung. Und hier hinten, wenn wir da landen, dann machen wir dort nochmal eine Flagge. Ich glaube, das geht nochmal. Wenn nicht, dann machen wir das beim nächsten Mal, wenn wir mit der nächsten Crew hierher kommen. Dann machen wir, oder setzen da nochmal eine Flagge für den Shepedaya. Als Erinnerung sozusagen. Ist ja auch lächerlich, was wir an Strom bisher verbraucht haben. Ach, 0,11, 0,10, 0,11 ungefähr pro Sekunde für die Lichter. Na okay. Ich gucke mal noch mit dem Schub geben und so weiter. So, ich denke, wir können... Wollen wir da drin landen oder knapp davor oder so auf der Kante? Können uns ja noch entscheiden, ist ja noch ein paar Meter bis dahin. 15 Kilometer entfernt. Ja, das ist eine super Idee. Das müssen wir auf dem Moon auch nochmal machen. Oh. So, ich gebe nochmal ein bisschen Schub. Damit es nicht mehr allzu lange dauert. Die nächsten 3-4 Minuten werden wir dann wahrscheinlich auch da hinten landen. Ich hoffe, dass alles gut geht. Dass ich noch rechtzeitig Schub geben kann. Oh. Fliegt mal ein bisschen hier rüber. Und nach oben. Es geht echt mit dem Monopropellant. Wow, das ist ja super, dass wir so weit damit kommen. Das hätte ich nie gedacht. So, dann reduziere ich schon mal ein bisschen unseren Schub. Schön nach vorn gerichtet. Ja, ein bisschen können wir ruhig noch. Halt, die Richtung. Dann drehen wir uns noch ein kleines bisschen. Nur ein bisschen. Also wie gesagt, das funktioniert jetzt alles mit WASD. Das sind die Drehungen. Und IJKL hoch, runter, links, rechts. Das komplette Ding. So wird sich halt nur gedreht und so weiter.
Geile Sache. Echt eine feine Sache, was wir hier auf die Reihe gekriegt haben. Bisschen schade, dass die Landefüße kaputt sind. Wir hätten vorhin direkt nach dem Landen ruhig nochmal, oder hätten wir eventuell nochmal einen neuen Landeanflug machen können, aber ich fand, das hat super funktioniert. Genau aus dem Grund lassen wir das auch so, wie es ist. Auch mit kleinen Niederschlägen können wir ruhig leben. Gibt es eine Reparatur-Mod? Würde mich mal interessieren. So, okay, da landen wir jetzt langsam aber mal. Ich denke, da können wir hier landen. Ja, noch ein paar Meter. So, hier vorne ungefähr. Oh, das war schon zu viel. Nee. So, jetzt. Nicht genau auf dem Stein. Die sind, glaube ich, auch, kann man durchgehen, ohne dass was passiert. So. Noch ein bisschen in die Richtung. Noch ein bisschen nach oben immer noch. Und dann setzen wir ganz sachte hier auf. Huch, huch, dreh dich. So, geile Sache, wunderbar. Das ist ja super. Speichern wir direkt hier nochmal. Das sah von Weitem so klein aus, ist aber doch ein bisschen größer als gedacht. Wir holen den hier noch halt Loktemperatur. Seht ihr, wir haben vorhin gar nicht die Daten genommen vom Thermometer. Das machen wir gleich mal noch. So, wir gehen mal rein. Dann können wir hier nämlich nochmal neue Daten nehmen. So, den einen resette ich mal. Holen wir nochmal neue Daten raus. 125. Ah, du kommst auch wieder raus. Lass mal los, mach mal deinen Jetpack klar. Huch, Vorsicht. So, dann klettern wir hier hoch. Also ich muss echt nur ganz wenig Schub mit dem Kleinen geben, damit er hier hochkommt. Ho, nicht so weit. So. Nimmst du mal die? Ja, ist egal. Komm, nimm mal einfach mal die Daten mit. Die auch. Ja, ist okay. Und jetzt möchte ich mal probieren. Geht das hier, wenn ich hier rechts klicke? Repair? Ey, was? Ja! Alter, wie geil ist das denn? Ich gehe kaputt. Das gibt's tatsächlich? Nein! Alter Schwede, das darf doch wohl nicht wahr sein. Geil! Da haben wir direkt nochmal die Landesfähre repariert. Boah, was bin ich froh. Jetzt bin ich vollkommen happy. Geile Sache. Und hier nehmen wir auch nochmal. Ah, jetzt können wir, genau. Nochmal ein Samplechen mit. Nochmal ein Report können wir doch auch machen, oder? Ja. Schauen wir mal. Und hier machen wir einfach mal. Kommen hier am Felsen. Ich denke, der ist groß genug, um repräsentativ für die Errungenschaften von Jebediah Kerman zu stehen. Oh. Da richten wir hier einfach so ein Grab. Gut, wir haben jetzt die Asche vergessen, die liegt noch auf Körben rum, aber die können wir beim nächsten Mal mitnehmen. So, ein bisschen weg und dann machen wir hier nochmal eine Flagge hin. So, das Jebediah Kerman Memorial. Sorry, da hatte ich gerade außerdem die Aufnahme beendet, weil ich den ASCII-Code für dieses
Kreuz eingeben wollte, wenn jemand gestorben ist. Weiter geht's, hab nichts verpasst. Tja. Na. Good guy. Nee, lassen wir mal frei. Reicht vollkommen aus. Können wir hier hoch? Warte mal, können wir. Mach mal dein Jetpack an, Kleiner. Sind die hier echt die Felsen? Nee, seht ihr, hier können wir auch durch. Hui. Bisschen schade. Ich bin immer noch so happy, dass wir die Dinger reparieren konnten. Ich glaub's einfach nicht. So, Trepidaya, das ist für dich. Hast du dir verdient. So, und wir tanzen dann mal zurück. Und gehen wieder in die Kapsel rein. Und wir werden wahrscheinlich direkt beim nächsten Mal wieder hierher fliegen. Ich mache ein anderes, zweites Modul klar, womit wir dann ganz hier hinten noch andocken können. Und da freue ich mich auch schon tierisch drauf. So, und rein mit dir. Ja, ist ja okay. Wie viele Daten haben wir jetzt schon hier drin? Vier nur. Ach so. 125, 150, 40, 40. Achso, der Report ist auch noch dabei. Das ist natürlich, machen wir eine Base drauf. Genau, die Minimus Station ist das dann. So, wunderbar. Da können wir direkt zurück zum Space Center. So, da bin ich wieder. Mich hat gerade das Spiel einfach rausgeschmissen, beziehungsweise es hat sich selbst beendet, als ich hier zurück zur Space Station wollte. Nicht zur Playstation, ich wollte gerade Playstation sagen. Wir entfernen erstmal die ganzen Debris-Sachen. Die können weg. Ich muss das mal ausstellen, dass die dann gleich weg sind, dass ich die ja nicht extra noch... So, haut allerdings alles hin. Ach, guck mal, das eine hat sogar einen Orbit. Die Minimus Station, die steht genau da, wo wir sie verlassen haben. Da habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Das Spiel hat einen Autosave, Gott sei Dank, im richtigen Moment angelegt. Die ASS fliegt auch fleißig weiter rum. Und dann haben wir hier noch den kleinen Länder drauf. Wir schauen mal kurz hier hin. Ah, das sieht natürlich super aus. Geil, oder? Bei Nacht haben wir die noch nicht gesehen. Wollen wir den hier lassen? Ach komm, wir lassen den. Der sieht schön aus. Das Teil bleibt hier und ich hoffe, das Spiel schmeißt mich jetzt nicht wieder raus, wenn ich zurückgehen möchte. Nee, macht's nicht. Das wäre super. So. Tja, okay. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Da schicken wir dann direkt das zweite Modul zur Minimus Station hoch. Moment mal. Das ist natürlich Schwachsinn. Es ist nicht die Minimus Station, sondern die Minimus Base. Ja, deswegen ja auch hier hinten unten Base gewählt. Oder Basis. Komm, wir machen eine Basis drauf. Wir sind ja hier deutsch. Minimus Basis. Gut. Dann haben wir das auch nochmal geklärt. Jetzt haut's hin. Irgendwas kam mir vorhin auch ein bisschen komisch vor. So, hier wird es jetzt auch als Basis angezeigt. Genau, Minimus Basis. Ganz weit weg. Tja, wir breiten uns immer mehr aus. Haben hier eine Orbitstation. Wird immer mehr. Ein paar Flaggen haben wir schon gesetzt. Vier Stück und eine für den Trepidaya. Der Gute. Na gut, dann war es das jetzt erstmal von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.